Okay, wir sehen auf jeden Fall, dass schon Leute am Dorfplatz zusammengekommen sind. Wir freuen uns, dass ihr hier seid. Wir freuen uns nicht, dass die Kohlen hier sind. Wir brauchen euch nicht, wir freuen euch nicht. Ihr könnt direkt wieder nach Hause gehen. Es folgt jetzt ein Aufruf zur Demo heute Abend von der Internationalen. Am 17. und 18. Juni wollen der sogenannte Eigentümer, begleitet von der sogenannten Hausverwaltung, eine Brandschutzexpertin und Cops wieder einmal in Liga 94 einfallen, unter dem Deckmantel des Brandschutzes. Für uns als Internationale ist das ein eindeutiger Angriff auf selbstorganisierte und politisch aktive Strukturen. Gerade zu Zeiten steigender sozialer Spannungen in der Stadt und den Menschen im Park sich der staatlichen Kontrolle entgegenstellten, sich zu Tausenden auf Demos gegen Gentrifizierung und hohe Mieten einfinden, gegen Angriffe der Cops auf Demos kämpfen, sind Orte wie die Riga 94, an denen eine radikale Szene in der Stadt ansprechbar und antreffbar ist, wichtiger denn je. Das ist es, was mit der staatlichen Strategie zerstört werden soll. Die Verbindung zwischen radikalen Ideen und der Gesellschaft, indem sie Profite, politische Macht und Dominanz zur Priorität machen, nehmen die an der Macht öffentlichen Raum, Orte der Konfrontation, des Experimentierens, der Selbstorganisation und der Radikalität weg. Die Massenmedien sprechen wieder einmal von einem der letzten Symbole der radikalen Szene Berlins. Für uns ist die Riga 94 nicht ein Symbol oder eine vage Idee. Es ist das Haus unserer Freundinnen und Gefährtinnen, Heimat der Keimzelle und Katerschmiede, sowie ein Treffpunkt verschiedener Kollektive. Die Riga 94 ist ein politischer Ort, der seit Jahren nicht vor lokalen und internationalen Kämpfen gescheut hat. Ein Ort, an dem Ideen von Freiheit zu wieder jeder Form von Autorität und Unterdrückung kultiviert und ohne Kompromisse in die Praxis umgesetzt werden. Darum wollen sie zerstören und darum werden wir sie verteidigen. Wir sagen all denen in Machtpositionen, wenn ihr denkt, uns durch das Leben unserer Räume zu annihilieren, liegt ihr leider falsch. Wir werden euch nicht ruhig schlafen lassen. Ihr werdet uns nur entschlossener und schlechter gelaunt wiederfinden. Wir können es euch noch einmal entgegenschreien, damit es keine Missverständnisse gibt. Wir begrüßen die Radikalität der Riga 94 und werden sie mit Zähnen und Klauen verteidigen. Deshalb rufen wir im Falle einer Invasion am 17. zu einer starken und offensiven Demo um 20 Uhr vom Boxhagener Platz auf. Zeigen wir unsere Solidarität durch die Fortführung der Kämpfe, die die Riga 94 schon begonnen hat. Führen wir unsere kollektive Erfahrung zusammen und nehmen einen gemeinsamen Schritt zum Angriff auf die Stadt der Reichen. Für die Riga 94, Köpi-Wagenplatz, Potze. Für die Riga 34, Meuterei, das Syndikat. Für alle bedrohten und geräumten emanzipatorischen Projekte. Für uns, für die, die vor uns kämpfen und für alle, die an unserer Seite kämpfen. Für eine Stadt von unten. Für das Leben.